meine zweite Temu-Bestellung ist da. Sie ist ein bisschen größer. Danach kommt auch erstmal nichts mehr, außer Schuhe, ein paar. Genau. Dann ist erstmal eine Pause. Aber ich bin mega gespannt. Ich habe mir diese coolen Boxen hier geholt. Es ist im Moment Back-to-School-Angebote sind im Moment. Und oh, ja, hätte man nicht machen müssen. Es ist Plastik. Es ist nochmal in Dosen gepackt. Also, damit ihr vorab wisst, hier ist Diamond Painting drin und nützliches für den Alltag, sage ich mal. Genau. Und hier dieses einmal für meinen Sohn, eines für meinen Sohn und eines für mich. Hier einmal Stifte für meinen Sohn und für mich für meine Magnete. Die großen Magnete kommen hier rein. Genau. Wir packen hier ein bisschen zur Seite. So. Also einmal die. Und die sind richtig ordentlich groß. Die Preise kann ich euch nochmal sagen. Speziell für die großen Teile weiß ich es ungefähr im Kopf. Aber ich glaube für beide zusammen waren es auch 2 Euro noch was. Aber wenn ihr was genau wissen wollt, schreibt es in die Kommentare, dann kommentiere ich da unter den Preis. Genau, unnötig ist es nochmal Plastik in Plastik eingepackt. Verpackung in Verpackung eingepackt. Und, oh, wie cool die passen. Die rutschen kaum. Also, Leute, ich glaube, ich muss davon nochmal 2 kaufen. Weil die kannst du richtig gut übereinander stapeln. Ich sag euch mal kurz die Größe. 19 mal knapp, ja, 8,5 ungefähr. Und perfekt für Stifte. Und die halten richtig gut übereinander. Das ist mega praktisch. Da freue ich mich. Dann habe ich noch ein Behältnis gekauft. Das ist aber für... Ich weiß noch nicht, ob ich das für meine... für den Kühlschrank nutze. Entweder für den Kühlschrank. Das ist unten so ein bisschen wie gummiert, dass es nicht so doll rutscht. Es gab nur noch das. Es gab auch noch mit 3 und ein bisschen breiter. Entweder ich benutze es für Bürokram, für die Schublade. Oder ich benutze es tatsächlich für den Kühlschrank. Das gucke ich mal, ob der in den Kühlschrank gut reinpasst. Wenn nicht, dann nutze ich das für was anderes. Als Schubladeneinsatz. Ich kann euch mal die Höhe sagen, ob es in eine Schublade reinpasst. Genau 7 cm von der Höhe und von der Länge sind es 27. Und wie gesagt, es ist unten nochmal anti-rutschfest mit so Nüppels. Dann habe ich... Diamond Painting machen wir später, würde ich sagen. Habe ich für meinen Sohn und ja, eigentlich für meinen Sohn mehr oder weniger für meine Kinder eine richtig süße Snackschale geholt. Es gibt oft gerne mal Obst oder Gemüse und dann gemischt mit was Süßen. Also Haribos, Chips, deswegen finde ich das ganz cool, diese Abtrennung. Anstatt, dass man jetzt 2, 3 Schalen rausnimmt, hat man dann halt gleich 4 Fächer. Und ich finde das so süß in so einer Blumenform und dann sind es nochmal so kleine Herzen. Und von der Portion finde ich das auch richtig cool, ne? Nicht zu groß, eine schöne Snackschale für ein Fernsehen gucken oder wenn man nebenbei was spielt. Ich sehe gerade, sie kippelt ein bisschen. Also sie ist... Ich weiß nicht, ob das so gehört. Ein bisschen verzogen. Das wäre schade. Gucken wir mal, ob das... dafür ausreicht. Nicht, dass sie immer irgendwie umkippt. Dann habe ich mir was für die Küche geholt. Oder fürs Bad, das weiß ich noch nicht.
Ich glaube, für die Küche, das kann man ranmachen an den Wasserhahn. Und dann kann man da was reintun. Eigentlich war es für die Küche gedacht, um da jetzt das Schwämmchen reinzupacken. Genau. Unten sind Auslauflöcher oder tatsächlich für den Duschbadbereich. Das weiß ich noch nicht genau. So, erstmal das Plastik hier beiseite. Oh. Dann habe ich mir. Ja, genau. Oh, ich habe das. Das hatten sie eine Zeit lang bei Action und bei Kaufland, aber und bei DM und ich habe es nicht mehr bekommen. Das sind richtig so Mikrofasertücher, Mikrofasertuch für die Haare. Und ich habe relativ lange Haare. Das ist ja mega cool. Und dann kann man das hier noch an der Seite so zumachen. Und dann hängt das natürlich an der Seite. Man hat die Haare da an der Seite. Und von der Größe perfekt. Ich benutze immer die kleinen Händehandtücher. Aber das hält einfach viel besser, ne? Weil man das sich selber umwickeln muss. Ja, und damit sollen die schneller trocken werden, weil das schneller da aufgesaugt wird. Das ist halt so ein ganz weicher Flauschstoff. Genau. Das ist Mikrofaser, ein Mikrofasertuch. Und das saugt ja schneller auf. Bin ich gespannt, ob das was bringt für die Haare. Aber ich habe da eigentlich generell nur Gutes gehört. Wie gesagt, das gab es auch in normalen Drogeriemärkten. Dann habe ich mir so ein Ablaufkörbchen geholt. Von meiner Spüle ist der Ablauf weg. Ich habe mir zwei Varianten geholt. Ich gucke mal, ob ich die zweite jetzt auch auf die Schnelle finde. Nee, ich finde es jetzt nicht. Ich wollte es eigentlich parallel sonst zeigen. Ich kann es aber gerade nicht finden. Okay. Ich hatte noch so einen Ablauf aus Silikon. Das ist für die Spüle in der Küche. Und ich habe nämlich von IKEA eine Spüle und der Deckel ist weg. Ich habe den wohl aus Versehen weggeschmissen, anstatt einfach. Sag ich mal, sauber zu machen, ist es vielleicht im Mülleimer gefallen. Ich weiß es nicht, total blöd. Schon das zweite Mal, dass ich so ein Ablaufteil verloren habe. Und den packt man da rein und ich habe so einen großen, der müsste passen. Und dann kann man ihn ganz einfach entsorgen, damit die Spüle nicht verstopft mit Essensresten. Gucke ich, ob das passt. Und zur Not habe ich, wie gesagt, so ein Silikonteil noch, aber ich weiß gerade nicht, wo das ist. Dann habe ich noch was für die Küche, nämlich für unseren Kühlschrank. Wer kennt es nicht? Man hat seine wichtigen Termine oder Essenskarten, haben wir jetzt zwei da hängen, Bilder von den Kindern oder was ich immer gerne mache, wenn mir gerade einfällt, was wir unbedingt kaufen müssen, dann habe ich so kleine Zettel und da packe ich dann in dem Moment schreibe ich es auf. Ich vergesse es sonst. So, und jetzt, weil die Magnete fallen mir öfters mal runter, ne? Ich habe schon welche geschrottet. Ich finde das mega cool, weil die macht man so an den Kühlschrank fest und dann kann man das einfach abklippen, was man da dran hängen hat. In verschiedenen Farben, das sind, oh, einer ist kaputt, das sind 10 Stück. Ja, da werde ich mal ein Foto hinschicken. Ach nee, das kann man wieder einrasten, glaube ich, oder? Nee, es ist tatsächlich kaputt. Schade. Ja, der eine ist kaputt. Ich hoffe nicht noch einer. 6 Stück sind das. Oh, der sieht auch nicht mehr. Oh, der ist auch kaputt. Oh. Okay. 2 Stück sind kaputt. Ich werde dann ein Foto machen und denen das schicken. Sehr ärgerlich. Ich werde auch gleich die Tüte dazu mit fotografieren. Ja, vielleicht kriege ich da was neu zugeschickt oder ein Guthaben. Eigentlich sind sie. Oh, der ist auch kaputt. Oh nein. Echt jetzt? Nee, das ist von dem anderen hoffentlich. Oh, der ist auch kaputt. Das finde ich sehr ärgerlich jetzt, auch wenn es günstig ist. Die Hälfte ist kaputt. Sind die anderen Besen heil? Ja, die anderen sind heil.
Aber ganz ehrlich, wenn die Hälfte, 3 Stück von 6 kaputt sind, ist das schon sehr ärgerlich. Ist die Hälfte, die man eigentlich dafür bezahlen müsste. Ja, gut. Da muss ich ein Foto machen und den hinschicken. Wenn mal 1 oder 2 kaputt geht, okay, da hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal was hingeschickt, aber bei der Hälfte sehe ich das dann auch nicht ein. Wir sind nur mal beim Thema Küche. Hier, das ist auch so ein Schwammhalter. Oder man kann es ja auch eigentlich als Haken benutzen. Mit hinten so ein Klebepad starken und das ist richtig aus Edelstahl. Also soll Edelstahl sein. Wir haben hier sogar eine Schutzfolie. Ja, das ist Edelstahl, das sieht man. Das darf natürlich dann nicht rosten. Es geht aber auch Edelstahl, was rostet, habe ich festgestellt. Meine Eltern hatten sich mal einen teuren Briefkasten geholt. Die haben ein Haus und der soll Edelstahl sein und der hat echt nach einer Zeit gerostet. Obwohl sie einen Überstand haben und nicht der direkte Regen jetzt darauf fällt. Aber es ist so seht ihr das? Ja, ich glaube, das ist richtig Edelstahl. Gucken, ob das wieder, ob das für Küche oder Bad benutzt wird. Hier kann man auch einen Küchenschwamm reinlegen. Also wenn das andere nicht so gut, also nicht so praktikabel ist, dann würde ich das für ein Bad nehmen zum Beispiel und das dann einfach in die Spüle kommt. Das stört auch nicht, weil es nicht so breit ist. Und dann kann man da seinen Schwamm immer reinmachen. So, jetzt habe ich das abgepult und ja, es ist Edelstahl, so wie es aussieht. Da müsste ich mich jetzt sehr täuschen, wenn es kein Edelstahl wäre. Genau, finde ich mega cool. Und war auch, glaube ich, unter 1 Euro. So, dann kommen wir nochmal zu. Ich habe mir so ein Magnetband geholt. Das kann man irgendwo festmachen und dann ist das magnetisch. Genau, auf der einen Seite. Ich will überlegen, ob ich meine Coverminder vielleicht daran mache. An der Seite vom Tisch mache ich das fest und dann habe ich auf der anderen Seite magnetisch. Und dann kann ich meine Coverminder alle festkleben. Mega praktisch, kann man auch für, was weiß ich, für andere Sachen benutzen. So ein Magnetband halt. Ich glaube, das sind irgendwie 1 Meter, 2 Meter. Sieht eher wie 2 Meter aus als 1 Meter. 1 oder 2 Meter Band ist das. So, Beauty. Wollen wir Beauty machen? Also. Und Gewerbe habe ich auch noch. So, ich hole das mal fürs Gewerbe eben raus. Das zeige ich aber trotzdem. Und für meinen Sohn habe ich auch noch was. Und das andere Diamond Painting. Ich sehe gerade, das ist ein bisschen verknickt. Aber ich denke mal, das sollte trotzdem noch gehen. Und dann haben wir eigentlich schon alles. Genau, wir sind noch bei der Küche, würde ich sagen, weil wir gerade beim Thema Spüle waren. Ich habe mir für die Küche, die machen gerne Muffin sage ich schon, Pfannkuchen. Pfannkuchen und für den Kindergarten fand ich das ganz cool. Wir essen gerne Pfannkuchen zum Frühstück. Andere sagen, ja, Pfannkuchen ist ein Mittagessen. Für mich ist aber Pfannkuchen kein Mittagessen. Ah, da bin ich ein bisschen amerikanisch. Das ist für die Pfanne. Finde ich mega süß. Und von der Größe auch total cool. Und da kann man so Mini-Pfannkuchen oder ja, Mini oder Ei, genau, Ei. Ein Herzei. Also das Ei da einfach rein tun. Wahrscheinlich ein kleines Ei, aber ein kleines Spiegelei in Herzform. Ich finde das mega süß. Und ja, bin ich gespannt. Möchte ich ausprobieren. Man sagt ja, Kinder essen das, also wie es aussieht. Also das Auge ist mit und vor allem bei Kindern ganz doll. Und ich finde das mega süß. Oder wenn man irgendwo hin möchte, einen Ausflug macht und morgens dann ein paar Pfannkuchen macht für unterwegs. Oder wie gesagt, ein Spiegelei. Finde ich mega süß. Und den kann man einklappen, dass man das auch besser verstauen kann. So. Küche. Sind wir mit der Küche durch? Ja, ich habe noch sowas Ähnliches, was zur Küche gehört. das ist so ein. Das passiert mit Wärme. Ja, da wird es runtergedrückt.
so ein Snack. Also man kann alles, was mit Folien ist, das wird erwärmt und dadurch wird das einmal geschlossen. Also für Snacktüten oder einfach generell für Tüten, dass man die wieder verschließen kann. Da kommt nur eine Batterie rein. Genau hier. Zwei Batterien kommen da rein. Zwei Batterien und dann kann man damit seine Folien wieder verschließen. Finde ich mega süß und können wir mal ausprobieren. So, vor allem wenn man Kinder hat, ist das ganz praktisch. Man kann das sogar für unterwegs mitnehmen und die dann wieder verschließen. Ist das nicht cool? Dann sind wir nochmal beim Thema Küche. Ja, kann man für die Küche nehmen. Ich glaube, da kann man sogar ein Handtuch ranhängen. Kann ich mir gut vorstellen, dass man da ein Handtuch ranhängen kann sogar. Alles Mögliche fürs Auto, ein Kabel. Hier kann man ein Kabel durchstecken. Ich sag mal, alles, was festgehalten werden muss. So, da bin ich wieder. Mein Speicher war voll. Ich musste erstmal was löschen. Genau, also praktische Däumchen, süße Däumchen. Die haben hinten einen Kleber. Huch. Ah, okay. Da muss man vorsichtig sein. Ich habe das Gummi schon erwischt. Oh ja, das hält gut. Und das kann man sich dann irgendwo ran machen. Ob das jetzt im Auto ist oder in der Küche oder im Büro. Fand ich ganz süß und das war unter 1 Euro, zwei Stück. Deswegen musste das einfach mit. Da kann man hier alles Mögliche dranhängen. So, dann habe ich Bereich Beauty. Fangen wir damit an. Ja, für meinen Sohn gehört ja auch, ja, nicht in Bereich Beauty, aber schon Kosmetik, nämlich Sticker. Und Leute, es sind nachtleuchtende Sticker. Das heißt, Sticker, Tattoos. Das sind Tattoos. Dino-Tattoos und die leuchten im Dunkeln. Und da ist sogar ein Traktor bei, gar nicht nur Dinos. Und guckt euch mal diese süßen Motive an. Das ist immer so süß. Und die leuchten im Dunkeln. Also ich finde auch für eine Geburtstagsfeier ist das nicht der Hit, oder? Finde ich mega cool. Süß. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10 Tattoos sind es und ich glaube, das waren irgendwie auch, lass mich lügen, 1, 2 Euro, 2 Euro und für 10 Stück. Ganz ehrlich, Tattoos, wenn du, man muss natürlich gucken, wie die Qualität ist, dass sie nicht so schnell abgehen, aber das werden wir dann sehen. Bevor wir in Bereich Beauty gehen, zeige ich euch mal meine süßen, mega süßen, ich habe ja ein Gewerbe. Taschen, die ich ergattert habe. Das ist so eine riesengroße Größe. Und ich finde die so süß. Das sind so Panda. Und da packe ich halt dann meine Geschenke an euch rein. In dem Fall von der Größe würden da ganz gut meine großen Cover-Miner reinpassen. Okay, die sind sehr, sehr dünn. Vielleicht auch was anderes. Da kann man auch gut meine Anhänger reinmachen, meine Einkaufswagen-Chips, wenn mehrere bestellt werden. Leider sind die für Covermine ein bisschen dünn, aber sind die nicht niedlich und die haben 2 Euro gekostet und das sind 100 Stück und das in so einer Größe. Da bezahlt man sonst das Doppelte oder das Dreifache und das Motiv, ich glaube, sowas findet man nicht so schnell wieder. Man kann die natürlich auch für den Geburtstag benutzen, aber in meinem Fall, um Süßigkeiten reinzupacken, werde ich das fürs Gewerbe benutzen. Dann habe ich noch so ganz kleine Happy Everyday, thank you. Die finde ich mega cool. Da kann ich ganz gut meine kleinen Geschenke reinpacken. Da würde sogar den Einkaufswagen-Chip reinpassen. Oder meine kleinen Kinderarmbänder oder meine Perlenringe würden da reinpassen. Genau. Dann habe ich nochmal zwei Zippies. Das ist definitiv für meine Drachen. Die habe ich schon in Holo-Optik mit Zipper hier zum
aufmachen, nicht Zipper, sondern mit Druckverschluss. Und die Größe brauche ich für meine Drachencoverminder und meine großen Coverminder. Und hier kommen meine anderen Magnete alle rein oder mein Schmuck kommt da auch rein. Genau, das ist meine gewerbliche Bestellung. Jetzt kommen wir zu dem Beauty-Kram und ich freue mich, euch das zu zeigen. Nämlich mache ich meine Augenbrauen selber, ich färbe sie selber, ich trimme sie selber und das soll so eine Schere sein für die Augenbrauen. Finde ich mega cool. Das ist ja cool. Kennt ihr diese Einmalrasierer? Die man zum Beispiel zwischen den Augenbrauen benutze ich sie manchmal, weil ich keine Lust habe, die da zu zupfen. So Gesichtshärchen, kleine Härchen, die man wegmachen möchte. Und das ist ja witzig, die kann man einklappen. Das finde ich cool. Dann haben wir eine Augenbrauenpinzette. Und wir haben hier so eine normale Schere mit Aufsatz für die Haare. Damit man die zu fassen kriegt und gucken kann, wie lang die sind. Man kämmt die sozusagen erstmal so und dann hat man die da drüber überstehen und dann schneidet man die ab. Ich bin gespannt, ob die, ja, ist scharf, ob das ausreichend ist von der Schärfe. Wir haben noch einen Ersatzaufsetzer dabei. Ich glaube nicht, dass der zweite jetzt auch auf die Seite gehört. Wird dann ist er einfach abgefallen. Nee, da passt nur einer. Also das ist ein Ersatzkamm, wenn der andere verloren geht. Finde ich mega cool. Werde ich testen. Vorsichtig natürlich. Nicht, dass ich irgendwann keine Augenbrauen mehr habe. Aber ich glaube, es hat irgendwie 3 € gekostet. Und das Ganze zusammen. Also Schere, so ein Haarentferner und eine Pinzette für 3 €. Und dann gab es nur den Haarschneider hier, ich glaube, für 2 €. Und da habe ich gleich das ganze Dreierpaket mitgenommen. Dann habe ich gesehen, was ich mega witzig fand, so Schweißeinlagen. Und ich habe Oberteile, ich kenne das bestimmt, vor allem wenn man bei Shein bestellt hat oder bei Wish oder einfach der Stoff komisch ist. Leute, die sind richtig weich. Wow, die sind richtig weich. Also, weicher als eine Slip-Einlage, sagen wir mal so. Die sind richtig weich. Und das ist für die Achseln. Damit man, ich habe nämlich Oberteile, wenn ich da schwitze drin, nur dafür würde ich es benutzen. Ich schwitze eigentlich normal, sage ich mal, aber die Oberteile stinken, weil das so ein Polyester ist, ne? Und wenn du schwitzt und es trocknet nach einer halben Stunde, wenn du geschwitzt hast, weil dann stinkt ja Schweiß ja auch erst, dann riecht es einfach extrem, als würdest du normal schwitzen, durch diesen Stoff. Habt ihr solche Oberteile? Ich finde das mega. Ich benutze auch Hygienespüler zwischendurch oder Sportfeinwaschmittel oder so, aber es bringt nichts. Auch wenn ich Hygienespüler benutze oder Dampfreinigung, diese Polyesteroberteile riechen einfach sehr unangenehm. Und dafür möchte ich die benutzen. So, das ist das Letzte, was ich habe. Dann kommen die Diamond Painting Bilder. Nämlich, ach, das ist gar nicht Schminke. Ich habe doch, also kommt das noch? Es fehlt, ich glaube, eine Sache fehlt nur. Würde mich jetzt wundern, wenn da jetzt noch eine Bestellung kommt. Ich habe so Schminkstifte bestellt. Sonst mache ich nochmal ein Video, wenn da irgendwas nochmal nachkommt. Ich habe mir Schminkstifte bestellt und das sah gerade so aus. Das ist aber ein Kalkradierer. Ist wirklich wie so ein Radiergummi. Ich dachte, dass es wie diese Kalkschwämme ist. Es ist aber ein Kalkradiergummi. Und damit kann man den ganzen Kalk wegbekommen. Ich möchte, habe einen Wasserhahn, wo an einer Stelle Kalk nicht mehr weggeht. Und nur am Wasserhahn. Aber, und an den Topfrändern oder Pfannenrändern oben. Das geht nicht mehr weg. Ich habe eine Pfanne von Tefal, da geht dieser Rand nicht mehr weg. Ich probiere es mal aus, ob es auch als Schmutzradierer oder nur für Kalk ein Entferner ist, bin ich richtig gespannt. Es wird hier angezeigt Töpfe. Dafür benutze ich jetzt Zitrussäure und für die Waschmaschine.
bin ich gespannt, ob das funktioniert. Dieses Radiergummi. Genau, ich bin ein bisschen erkältet, wundert euch nicht. Ich spreche sehr aus der Nase jetzt langsam. Achso, und dann kommen wir zum. Oh, das ist auf. Ich hoffe, es ist nicht kaputt. Ein richtig cooles Gerät. Ach nein, das coole Gerät ist. Hä? Dann komm, ich kriege noch eine Lieferung. Hundertprozentig, Leute. Es kommt noch eine Lieferung. Ich habe nämlich noch ein Massagegerät bestellt und das zeige ich euch dann, wenn es da ist. Ich habe mir dieses, das ist so ein Doppelwand Getränkebecher. Und ich habe mir den geholt, weil ich habe Strasssteine. Zeige ich euch. Und noch in Pink und Lila habe ich Strasssteine. Und ich werde den mit Strassstein, den Deckel werde ich mit Strassstein machen. Den wäscht man ja auch nur von innen. Und ich habe da Schmuckkleber und ja, richtig cool. Der darf natürlich nicht runterfallen, dann ist er sofort kaputt. Ich bin leider immer so jemand. Das ist richtig hart, Plastik und dick. Wie gesagt, das ist ein Doppelrand, da könnte man auch, manche können da ja, befüllen da ja auch. Muss man dann ein Loch reinmachen, ne? Befüllen die mit Glitzer oder so. Wir haben hier noch einen Dichtungsring mit bei. Der gehört wahrscheinlich, ja, der gehört hier drüber gestülpt. Ja, cool. Und der war, ich glaube, 5 Euro hat er gekostet. 4 oder 5 Euro. Und du bezahlst für diese Dinger, ne? Und ein Plastikstrohhalm ist dabei. Den kann man ja auch austauschen durch einen, keine Ahnung, Glasstrohhalm. Die Dinger sind richtig teuer. Und das ist ja mit Maus. Ne? Trotzdem, die ganz normalen Behälter kosten schon. Der ist auch nicht kaputt oder so. Richtig gut, nicht beschädigt. Da hatte ich ein bisschen Angst vor. Ich glaube, das sind 500 Milliliter sogar. Die kosten sonst, ja, so 8, 9 Euro. Ohne Maus, ne? Und das ist sogar noch mit Maus und eigentlich, ja, eigentlich noch teurer. Wie gesagt, den werde ich mit Strasssteinchen bekleben. Habe ich richtig Bock zu. Vielleicht zeige ich euch das Ergebnis mal bei Instagram. Guckt mal in die Infobox, da ist mein Instagram-Account. Ja, im Allen finde ich die Bestellung richtig cool. Ich zeige euch das nochmal kurz, was ich hier bestellt habe, auf einen Blick. Die werde ich einmal zurücktauschen. Ein bisschen Krimskrams ist dabei, aber ich finde nützliches Krimskrams. Und ja, viel Plastik. Und dann machen wir in dem Upsi. In einem zweiten Video werde ich euch dann das Diamond Painting zeigen. Nein, nicht im zweiten Video, aber ich werde es hier ranhängen, weil ich es jetzt leider nicht schaffe. Ich hänge es hier direkt ran, Leute. Da habt ihr euch wahrscheinlich am meisten mit gefreut. Die Leute, die Diamond Painting gucken. Ja, das ist meine Bestellung. Sieht jetzt ein bisschen müllig aus. Ich habe es ein bisschen doof zusammengepackt. Aber, klein, aber fein, finde ich. Und ja, das eine werde ich zurückschicken. Und dann zeige ich euch noch eben die Bilder im Anschluss. Dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Ich habe euch vergessen, was zu zeigen. Das ist mein Stift, mein Platz. Den kann ich euch mal zeigen. Aktuell im Wohnzimmer. Diesen Staubsauger habe ich mit dazu bestellt. Batterien muss man noch hinzufügen. Aber guck mal, der ist richtig cool. Der saugt die richtig gut auf. Und der ist auch gar nicht so laut. Der ist wirklich nicht laut. Der ist leiser. Eigentlich wie ein leiser Staubsauger. Ja, macht der super und den gibt es in drei verschiedenen Farben. Den hatte ich euch fast vergessen zu zeigen.